Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Markus Bruns und ich bin PGA Golf Professional im Golfclub Sieke bei Bremen. Und wie du siehst, ich habe wieder drei Driver in der Hand. Und zwar sind das die neuen Modelle der Firma Pink für die Saison 2021. Sie heißen alle G425, allerdings haben sie alle unterschiedliche Spezifikationen. Der eine ist der Max, der andere ist der LST und dann haben wir noch den SFT. Was genau diese drei Bezeichnungen bedeuten, das erkläre ich dir in diesem Video. Vorweg aber noch ganz kurz, ich habe zwei Driver mit einem Regular-Shaft, die nicht zu meiner Schwunggeschwindigkeit passen, aber das habe ich ganz bewusst gewählt, weil ich möchte einfach dir Empfehlungen geben, für welche Spielstärke der jeweilige Driver gedacht ist. Einen Driver habe ich mit Stiff und zwei mit Regular. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Drives mit dem G425 von Ping geschlagen und zwar mit dem Max. Und vielleicht hast du es gehört, er klingt sehr hart. Das ja, ist okay vom Sound, also ist nicht so mein Geschmack. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Was ich ganz gut finde, ist, dass ich, oder der Max ist ja der Driver mit der höchsten MOI, also mit der höchsten Fehlerverzeihbarkeit. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich den Ball in der Mitte treffe, geht er logischerweise immer gut nach vorne raus. Klar, außer die Schlagfläche ist offen und geschlossen, dann kann man natürlich nicht viel machen. Ich habe jetzt aber zum Beispiel mal einen hier vorne an der Spitze getroffen und gucke mir dazu auch gleich nochmal die Werte genau an. Aber alleine vom Ballflug her, muss ich sagen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Denn normalerweise, wenn man den Ball sehr stark an der Spitze trifft und der ist wirklich ziemlich weit vorne getroffen, dann kurvt der enorm nach links weg. Also hat er eher so eine ziemliche Hook-Kurve, aber dieser Ball, der ist recht gerade geblieben. Ich werde jetzt nochmal versuchen, einen an der Hacke zu treffen, damit wir auch da mal ein Ergebnis haben. Mal gucken, was dann passiert. Im Normalfall sollte der Ball eher eine Links-Rechts-Kurve einnehmen beim Drive. Also Hackentreffer beim Driver tendieren eher nach rechts. Ja, er war ziemlich stark an der Hacke getroffen, aber er war immer noch relativ gerade raus. Also Abweichung, muss ich gleich mal gucken, können wir uns zusammen anschauen. Ging eigentlich von der Mitte her, mal sehen, was die Daten zeigen. Grundsätzlich so, der Eindruck von dem G425 und die anderen drei Köpfe sind von dem Aufbau her ziemlich identisch, ist es so, dass es mir ganz gut gefällt und zwar vor allem die Form von oben finde ich ziemlich klasse. Was ich gut finde, sind diese drei Waben, die oben drauf sind. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Haifischflosse. Das zeigt mir aber ganz deutlich, wo die Mitte meines Drivers ist, wenn ich den Schläger an den Ball ansetze. Und die laufen nämlich so schön zusammen, so zur Mitte hin. Schlagfläche, wunderbar. Sound, okay. Nicht so mein Geschmack. Was gut ist beim Ping, genauso wie bei allen anderen auch, die ich getestet habe, außer bei dem einen ganz am Anfang, ist es so, dass man auch hier die Gradzahl verstellen kann. Ich habe jetzt hier den Max mit einem 10,5 Grad oder 10,5 Loft geschlagen. Das ist so Standard-Mittelwert, das ist völlig okay. Wenn deine Geschwindigkeit hoch ist, ist das in Ordnung. Wenn sie nicht ganz so hoch ist, dann würde ich eher einen Loft empfehlen, der ein bisschen höher ist. Und was ich auch gut finde, ist wiederum hier hinten dran ist so ein Tungstengewicht. Man bekommt einen Schlüssel dazu geliefert beim Kauf des Drivers und dann kann man dieses Tungstengewicht verschieben, nämlich zum Draw hin oder zum Fade. Das heißt, wenn ich dieses Gewicht mehr zur Hacke hin verschiebe, dann schließt sich die Schlagfläche etwas mehr, verschiebe ich es mehr zur Spitze, dann öffnet sie sich ein bisschen mehr. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Werte von dem Max an, denn das soll der Driver sein mit der höchsten Fehlerverzeihbarkeit und darauf bin ich jetzt gespannt. So, jetzt gucken wir uns mal einmal die Werte von den Bällen an. Und zwar sieht man immer den orangenen Punkt. Das ist immer der Wert, der auf der rechten Seite dann angezeigt wird. Die ersten beiden waren jetzt sehr gut getroffen, nämlich der hier oben und dieser hier. Und wie du sehen kannst, ich hatte einen Regular Shaft, der war jetzt zu weich für meine Schlägerkopfgeschwindigkeit. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit sollte nicht so über 90 sein oder 90 bis 95, dann kann man einen Regular Shaft benutzen. Meine ist ein bisschen höher gewesen, deswegen war der nicht so ganz ideal und dementsprechend war die Spin Rate auch viel zu hoch, was dann wiederum Einfluss auf die Länge hatte. Also, für jemanden, der eine Schlägerkopfgeschwindigkeit um die 90, 95 Meilen hat, wäre der Ping Max mit dem Regular Shaft schon
Ja, eine gute Anschaffung. Wichtig finde ich aber auch, und das zeigt mir immer dieser Wert, das ist die Abweichung, weil der Max hat ja die höchste MOI, also die höchste Fehlerverzeihbarkeit, hat jetzt 4 Meter links und hier oben bei dem waren es 3 Meter links. Was man auf jeden Fall sehen kann, wenn ich den Ball an der Spitze treffe, er war nicht ganz so stark nach links weg, ja, das war völlig in Ordnung. Und ganz hier unten sieht man den Hackentreffer, der hatte eine Abweichung nur von 13 Metern. Was man aber dabei noch feststellen darf, ist, dass wir eine Distanz hatten, eine Total-Distanz von 175 Meter. Und das finde ich schon ziemlich gut, dafür, dass ich den Ball an der Hacke getroffen habe. Gucken wir mal beim Spitzentreffer. Der hatte eine Länge von 195 Meter. Auch das ist natürlich ein richtig guter Wert. Also der Max überzeugt mit seiner Fehlerverzeihbarkeit, mit seinem hohen MOI. Und wenn man den Ball nicht ganz sauber jedes Mal in der Mitte trifft, dann wäre das ein idealer Schläger. Für mich ist der Ping G425 Max eindeutig der Schläger, der die breiteste Masse von Golfern anspricht. Denn er hat ja nicht nur dieses Gewicht hinten, was man verstellen kann, sondern er hat auch noch ein ca. 26 Gramm schweres Wolframgewicht hinter dem Tangstengewicht drin. Und je weiter das Gewicht von der Schlagfläche entfernt ist, nämlich nach hinten gezogen, umso höher wird die Fehlerverzeihbarkeit. Und damit wirbt Ping halt, genauso wie viele andere Hersteller natürlich auch. Hier ist es so, dass das Gewicht und aufgrund dieser Länge des Kopfes im unteren Bereich sieht man das ganz schön von der Schlagfläche bis hinten, ja, zur Spitze, sage ich mal, zum Ende des Kopfes, ist eine immens große Länge. Und in meinen Augen ist es eine, ja, sehr große Länge, die ich so bei anderen Drivern noch nicht so gesehen habe. Deswegen wird dieser MOI nochmal erhöht und auch durch das 26 Gramm Gewicht hinten in der Spitze drin. Man konnte das Gewicht da hinten einsetzen, weil man in der Krone Gewicht eingespart hat, um somit einfach dem Spieler, also den meisten Golfern, eine höhere Fehlerverzeihbarkeit zu geben. In meinen Augen ist der Max für die meisten Golfer sehr, sehr gut geeignet. Aber wie auch bei allen anderen Drivern, bitte vorher immer auf jeden Fall ein Schlägerfitting machen lassen. So, ich habe jetzt mal auch wieder ein G425 von Ping, ja, den SFT geschlagen. Der SFT ist für Golfer geeignet, die eine Tendenz zum Slice haben. Und ich gucke nebenbei immer so ein bisschen auf die Werte, weil ich tatsächlich versucht habe, mal extrem einen Slice zu schlagen. Also mit beiden Händen weiter nach links, schwächer gegriffen, sagen wir dazu. Offene Schlagfläche, von außen rangekommen. Und ich hatte so immer das Gefühl, dass es ein extremer Slice ist, als ich ihn geschlagen habe. Jetzt gucke ich mir die Werte an und ich zeige sie dir gleich auch nochmal. Und so eine große Abweichung ist dort gar nicht gegeben. Also, das heißt, dass du, wenn du den Ball sehr stark slicest, und das sieht man jetzt auch schon in der Ansprechposition von dem Driverkopf, dass die Schlagfläche im Ansprechen schon geschlossen ist. Wäre dieser Driver für dich, wenn du eher einen Slice hast, schon ganz ideal. Außerdem ist er ideal, um den Slice zu minimieren, weil hier hat Ping ein festes Tangstengewicht hinten in die Ferse integriert. Dieses hilft dir natürlich auch nochmal, den Schläger ein bisschen mehr zu schließen, weil ein Gewicht mehr hinten an der Ferse macht den Schläger etwas mehr zu und dementsprechend ist dieser Schläger ideal geeignet, um den Slice zu besiegen. So, hier sehen wir jetzt die Werte von dem SFT, also dem Schläger, der angeblich den Slice besiegen soll. Und gucken wir uns mal den einen an, wo ich versucht habe, den Ball sehr weit nach rechts zu schlagen. Also mit einer offenen Schlagfläche von außen kommt, schwacher Griff. Und wie du siehst, ich hatte eine Abweichung von, sagen wir, knapp 19 Meter, hatte aber immer noch eine sehr gute Distanz von knapp 190 Meter, was ich völlig in Ordnung finde, wenn der Ball nach rechts fliegt. Natürlich war die Spinrate zu hoch für mich, weil meine Schlägerkopfgeschwindigkeit sehr hoch war und der Schaft nicht zu mir passt. Das ist ein Regular Schaft. Ich spiele eher mit einem X-Schaft. Aber ich wollte herausfinden, wie wirkt sich der Regular Schaft aus bei hoher Geschwindigkeit beziehungsweise für welche Spielstärke ist der geeignet. Eintreffwinkel war relativ stark in der Abwärtsbewegung, nämlich 7,4 Grad. Das ist eher das, was, also Minus wollen wir eher bei den Eisen haben und nicht bei den Hölzern. Und daran kann man erkennen, dass ich sehr steil auf den Ball gekommen bin und ihn dementsprechend eine starke Kurve auch mit nach rechts gegeben habe. Die Schlagfläche war interessanterweise im Treffmoment ziemlich gerade. Und ja, daraus kann man natürlich auch wieder feststellen oder sagen, der Schläger ist definitiv für jemanden gemacht, der den Ball eher sliced.
Schlägerweg war nicht ganz so stark von außen, das sieht man hier. Und dementsprechend war die Abweichung auch nicht ganz so hoch. Aber nichtsdestotrotz, er hat sehr, sehr gut seine Richtung gehalten. Und wie man sieht, nochmal 18,6 Meter rechts, finde ich okay. Hat auch nicht so an Länge eingebüßt. Also definitiv ein Schläger für den Slicer, um den Slice zu minimieren, um mehr gerade Bälle schlagen zu können. So, ich habe jetzt mal ein paar Bälle mit dem G24 LST geschlagen. Das ist die Low-Spin-Variante von Ping. Diesen habe ich jetzt mit dem Stiffshaft gespielt, der schon relativ nah an meine Schwunggeschwindigkeit rankommt, also für mich ganz gut wäre. Zuallererst muss ich sagen, er gefällt mir optisch sehr gut, genauso wie die anderen beiden Köpfe auch. Er ist ein ganz kleines bisschen birnenförmiger, ist nicht ganz so lang gezogen nach hinten. Hat aber auch dieses Tungstengewicht hinten, das heißt auch das kann man wieder verstellen, auf Draw oder Fade einstellen. Und Ping wirbt halt damit, dass der Ball weniger spinnt, also eine Spin-Reduzierung hat. Das heißt, der Ball kickt dann nach hinten raus noch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt mal überall auf der Schlagfläche die Bälle getroffen und ich muss sagen, ja, sie haben auch er hat auch eine hohe Fehlerverzeihbarkeit, allerdings nicht so hoch wie der Max. So, dementsprechend ist dieser Driver eher für Leute gedacht, die ein bisschen besser den Ball treffen, also mittiger treffen, die den Ball länger schlagen wollen mit weniger Spin, dass er halt, wie gesagt, nach hinten raus noch ein bisschen mehr kickt und die den Ball ein bisschen mehr shapen wollen. Also eher für gute bis sehr gute Spieler geeignet. Der Klang an dem, bei dem Driver gefällt mir besser als bei Max, aber das ist ja auch, wie gesagt, eine Geschmackssache. Ich muss sagen, auch die Slow Spin, das bewahrheitet sich tatsächlich, denn ich hatte das Gefühl, und das hat die Optik auch gezeigt, dass der Ball mit dem LST wesentlich flacher geflogen ist als mit den anderen beiden Modellen, dem SFT und dem Max. Und dementsprechend erreicht er natürlich nach hinten raus, wie gesagt, diesen größeren Kick, weil wenn er aufkommt, dann kickt er noch ein bisschen mehr nach vorne und das ist ja das, was wir grundsätzlich haben wollen. Ja, jetzt gucken wir nochmal gemeinsam auf die Werte und dann gibt es nochmal ein Feedback von mir. So, hier sehen wir jetzt die drei Bälle, die ich geschlagen habe mit dem LST-Driver. Und ja, wie man auf jeden Fall schon mal sehen kann, ist, dass die Spinrate im Vergleich zu den anderen beiden definitiv nachgelassen hat. Bei den anderen beiden lag sie immer so zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen. Mal gucken bei dem hier. Da ging es ein bisschen höher, weil er nach rechts gekurvt ist. Und bei dem hier oben quasi sogar knapp nur 2000. So, wunderbar. Ballspeed hat sich auch erhöht. Das ist hier oben der Wert. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, um halt länger auf den Drive zu bekommen. Und das sieht man dann auch wieder hier. Hatte also eine Carry-Länge von knapp 210 und damit rollt 235. War noch nicht ideal getroffen. Das erkennt man an dem Smash-Faktor. Aber trotzdem hatte eine sehr hohe Rolltendenz. Ja, das hängt auch wieder mit dem weniger Spin zusammen. Und eine Abweichung von 10 Meter links. Okay. Das ist alles in Ordnung. Also, der LST ist definitiv für Spieler gedacht, die etwas mehr Länge auf ihren Ball bringen wollen, die den Ball besser beherrschen können, ein bisschen mehr Flugkurven einstreuen, weil er einfach weniger Spin hat und dementsprechend nach hinten raus auch ein bisschen mehr Länge macht. Ja, kommen wir zum Feedback und nochmal meine Einschätzung. Also, definitiv der Schläger, der für die breiteste Masse gebaut ist, ist der G425 Max, denn er hat die höchste Fehlerverzeihbarkeit. Und wie gesehen auf den Werten ist es tatsächlich so, denn selbst Spitzen- und Hackentreffer bleiben noch relativ gerade am Ende und haben nicht eine so extreme Abweichung. Und dann für die, die den Ball gerne slicen, was wir natürlich nicht wollen, ist der SFT gedacht. Der hat hinten das feste Gewicht drin, das feste Tungstengewicht an der Hacke installiert. Dementsprechend schließt sich der Schläger und selbst wenn man von oben schon drauf schaut, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Schlagfläche im Ansprechen, im Setup geschlossen ist. Die beiden haben auch von der Kopfform her oder sind von der Kopfform her ziemlich identisch. Sie sind beide nach hinten ein bisschen länger raus, denn durch das weiter entfernte Gewicht hinten, was ich ja schon erklärt hatte, entsteht halt eine höhere Fehlerverzeihbarkeit und dementsprechend bleibt der Ball gerader. Für die ambitionierteren Spieler würde ich den LST, also den G425 LST empfehlen. Das ist der mit dem Low Spin. Das heißt, dadurch fliegt der Ball etwas flacher. Ja, natürlich gerade und links und rechts hängt natürlich mal von der eigenen Technik ab. Aber dementsprechend durch den weniger Spin
kickt er nach hinten einfach noch ein bisschen mehr raus und produziert so auf jeden Fall mehr Länge nach dem Aufkommen. Alle drei Driver sind verstellbar in ihren Loftzahlen. Das heißt, man bekommt einen Schlüssel mitgeliefert, den man dann einsetzen kann, um den Kopf herauszuschrauben. Innen drin steht dann auch nochmal, also hier innen drin im Kopf und am Schaft steht nochmal definitiv, also auf jeden Fall, um wie viel Grad man den Schläger verstellen kann, sodass man immer für sich die richtige Gradzahl rausfindet. Ja, wie fällt nun mein Feedback aus zu den Ping-Drivern? Ich persönlich mag den LST am besten oder am liebsten, weil er hat eine etwas kleinere, wie gesagt, birmenförmige Kopfform. Das ist für mich, den sportlich ambitionierten Spieler, einfach ein bisschen interessanter. Von der Aufmachung her sehen sie alle drei identisch aus. Sie haben alle drei oben diese kleinen Haifischflossen drauf, sage ich mal 6 Stück, die so zur Mitte zusammenlaufen. Der Max und der SFT, die sind beide ein bisschen größer, aufgrund des Gewichts mehr hinten in der Ferse. Vom Klang her, ja, finde ich gut. Ich mag eher so ein bisschen die Stumpfe, deswegen würde für mich eher der LST in Frage kommen. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, immer eine Geschmackssache. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen zu diesen drei Drivern von Ping, den G425 Modellen für die Saison 2021. Wie ich ja auch schon in vorherigen Videos immer erwähnt habe, gehe bitte vorher zu deinem Pro oder zu einem professionellen Clubfitter, lass dich fitten, denn es ist ganz wichtig, dass erstens der Kopf zu dir passt und zweitens dann der Schaft, natürlich auch die Griffdicke. Auch in der Schaftlänge gibt es Unterschiede. Dementsprechend bitte nicht einfach ins Blaue hineinkaufen, sondern immer dich vorher fitten lassen. Ich wünsche nun eine gute Saison. Bleib gesund und munter. Viel Spaß dieses Jahr und mach's gut. Bis dahin.